Ja, hallo Leute, ich grüße euch heute am Dienstag, dem 16. April 2024 um ja mittlerweile 16 Uhr. Und ja, wie ihr seht, das ist von unserem Hahn übrig. Der schöne Hahn. Na, weil es gab, wie der Titel schon sagt, heute Nacht ein Massaker im Hühnerstall. Als ich heute Morgen vom LKW aus zwischen 9:30 und 10:00 meine Frau wie immer angerufen habe, da, ja, wie man sehen kann, hier Federn, da auch. Hier auch überall Federn. Und ein totes Huhn soll da hinten liegen. Meine Frau gemeint. Ja. Das ist verrückt. Nee, da ist der Kopf noch dran. Keine Ahnung. Tot gebissen. Ja klar. Hier ist irgendwie reingebissen oder was? Das ist eins von den jungen Braunen, die ich letztens erst zusammen mit Theo und dem Hahn da geholt habe auf dem Tiermarkt. Hier auch Federn, Spuren. Ja, und ja, was soll ich euch sagen? Wir haben 14 Hühner und den Hahn gehabt und es gibt nur noch die Leichen von dem Huhn und dem Hahn. Und 13 Tiere sind weg. Einfach weg. Jetzt ist das so. Die Lücke haben wir schon gefunden, wo der durch ist. Ja, wer wissen wir nicht. Wir vermuten einen Fuchs. Und zwar hier. Das muss dann repariert werden, ne? Da ist das Loch im Zaun. Und dadurch muss der die ganzen Tiere weggeschleppt haben. Wir gehen jetzt in meinen Hühnerstall. Meine Frau meinte, da wäre ganz ordentlich. Ja, da ist nichts. Hier liegt ein Pömpel von der Gießkanne. Ja, echt. Also wir wohnen jetzt 14 Jahre hier. Ich bin ehrlich, wir sind immer sehr lässig gewesen. Ich habe ja hier am Hühnerstall eine Klappe. Na, habe ich hier so eine Klappe, die na, auch noch funktioniert. Und ja, da will ich irgendwas machen, damit meine Frau die auf Entfernung bedienen kann. Und jetzt gehen wir mal im Hühnerstall. Gucken, was da los ist. Also meine Frau, die hat einen Schock gekriegt. Normalerweise stehen die Tiere immer an, auch Federn. Ja, und hier alles voll. Voll mit Federn. Federn ohne Ende. Aber das war es auch. Unerklärlich. Hier Tränke, hier verschoben. Da auch Federn. Guckt euch das an her. Hat die Viecher hier eins nach dem anderen rausgeholt. Krass, einfach nur krass. Ja, so schaut's aus. Jetzt werde ich eine Wildkamera installieren.
so hier vorne, so dass ja, und dann mal schauen, ob ich da irgendwas aufnehmen kann, ob der noch heute Nacht noch mal wiederkommt oder was. Vielleicht ist es, ja, man weiß es nicht, was da passiert ist. Ja, so locker 150 bis 200 Euro Verlust. Leider. Werde ich gleich erstmal begraben. Ja, keine Hühner mehr, ey. Wahnsinn. Und vor ein paar Tagen habe ich ja noch ein Video gemacht, von wegen, die legen so gut. Ja, länger soll das Video aber gar nicht werden. Morgen wieder auf dem LKW. Bleibt mir alle gesund und macht schön gut.